Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung «Einfach Mensch». Und heute gehen wir dorthin, wo im Jahr 2000 Party so richtig abgegangen ist und wo es geknallt hat. Und ein Mann, der für Partyszenen in diesem Gebiet mitverantwortlich war, ist der George. Den hat man erkennt als George. Heute, glaube ich, nennst du dich Georgios Antoniadis. Nein, ich schreibe es Georgios Antoniadis, aber damals George, wie heute noch. Ich habe gehört, als ich ein bisschen recherchiert habe, du sagst, mit dem Gusti zusammen so ein bisschen bekannt war. Die, die auf 3 nicht auf dem Baum waren, die haben dich lernen kennen, und zwar ziemlich intensiv und nah. Als DJ, ja. Ja, nur als DJ, oder? Das ist ein Gerücht, weil damals habe ich ganz anders ausgesehen. Ja, ich weiss es, ich kann mich noch besinnen. Ich hatte Übergewicht, habe gestresst ausgesehen, übermüdet. Und er hat nicht unbedingt so ausgesehen, als wäre ich der, was du jetzt meinst. Also der, wo die Frauen reihenweise flach gelegen sind. Nein. Aber gleich, du hast ja so als Partykönig hast ja gleich einen gewissen Reiz gehabt auf Frauen. Also man hat dich gekannt. Man hat mich gekannt, aber das Lustige ist, ich habe mich nie so gesehen, ich war so schön gewesen. Wenn ich in einen Club reingegangen bin, ich habe geschaut. Oder geradeaus. Und Leute haben gemerkt, was ist das für ein arroganter Typ? Da war es meine Schüchternheit, wo ich einfach geschaut habe, nicht nach links nach rechts zu schauen. Jemanden ansprechen war schon möglich. Also ich habe mich wirklich Mut gebraucht, um jemanden anzusprechen. Also ich war dort wirklich nicht unbedingt womanizer, wie das vielleicht behauptet. Und das Lustige ist, die Leute haben immer gesagt, hey, der, wow, hat mich auf ein Podest hochgelöpft. Und ich habe gesagt, ich, geht's noch? Und das war wirklich sehr, sehr spannend, Selbstbild und Hosenbild oder Fremdbild mal zu hören. Das ist für mich eine Welt dazwischen. Warum bist du so in dieser Partyszene daheim gewesen? Was hat dich dorthin verschlagen? Es ist lustig. Musik hat mich in der Jugend recht fasziniert. Also, ja, jeden Sonntagnachmittag habe ich die Hitparaden aufgenommen, weil damals hatte ich kein Geld, um Sachen zu kaufen, Singles oder Platten zu kaufen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass Emotionen weg, also Musik weckt Emotionen. Und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich den Leuten etwas Gutes tun will, dann kann ich sie mit Musik, die sie nicht kennen oder die sie cool finden, kann ich sie begeistern. Das hat mich irgendwie still fasziniert. Und dann hat mich beeindruckt. Genau ist dann in der Jugendzeit hat so ein Schülerdisco gegeben. Da gesagt, wow, der DJ hier oben ist schon noch cool. Da kann die Lieder spielen, ist ein Mittelpunkt. Irgendwie habe ich ihn bewundert. Ich wollte das auch wollen, so im Mittelpunkt sein. Weil ich bin als Aussenseiter, als Ausländer, bin ich immer ein bisschen die Aussenseiter gewesen. Also wollte ich gerne ein dabei sein. Und dann später, 1992, genau, in meinem Studium als Wirtschaftsinformatik, bin ich angefragt worden, hey, willst du nicht an der Bar auflegen? Ich sage, wie geil ist das denn? Und bin ich ausgegangen. Du bist nie ausgegangen mit 20. Also ich bin sehr selten fort. Aha. Und dann bist du im Mittelpunkt, kannst Musik spielen, die du cool findest, kannst die Musik anderen weitergeben. Die haben Freude gehabt, gesagt, hey, cool, was ist das für ein Sound? Also das Spezielle hat mir immer Töpfchen rauszunehmen, also die Pelle rauszunehmen und zu präsentieren. Das hat mich fasziniert und Menschen durch das begeistern. Und so habe ich natürlich Bedeutung gefühlt, bin ich natürlich der Chef gewesen, oder? Aber immer die Musik war ein Transportmittel gewesen, um Bedeutung zu bekommen. Und so bin ich als DJ gekommen, weil ich meine eigene Handschrift hatte. Und so bin ich immer wie mir triggert, als ich nachher in den Disco aufgelegt habe. Ich habe dann, das Bekannte wurde, habe ich angefangen, mich in den 70er, 80er Jahren orientieren, weil das meine Jugendzeit war. Ja. Und dann bin ich recht gestiegen und dann hat es Gusti, wie du vorhin erwähnt hast, der war mit der extrovertierte Typ, der ist wieder rausgegangen, der Rebell. Oder? Und ich war im Windschatten und der hat gesagt, komm, wir machen Partys. Da kam ich Partys mit, gebucht als DJ. Und dann waren wir super Duo. Er war vorher und ich aufgerührt die Idee und ich habe die alle verwertet. Und so sind wir dort gestartet. Und irgendwann ist ja Kettenbrück in Aarau ein grosses Thema geworden für dich. Extrem, ja, genau. Und zwar, das ist im Jahr 2000, haben wir ja unsere Agentur gegründet, Gusti und ich. Ja. Wir haben das letzte Geld und haben wirklich investiert. Also, wir haben ja kein Geld mehr gehabt, wirklich kein. Also, noch 5000, also die GmbH haben wir 10.000 gegründet, dann haben wir noch 5.000 auf dem Konto gehabt. Dann haben mein Kollege gesagt, du musst Nasdaq-Optionen kaufen. Die sind so tief, dann haben gesagt, ja. Mach ich kaufen. Das? Gekauft, Bach abgegangen, habe ich nichts gehabt, wirklich zero. Und dann haben wir noch die Partyserie gehabt, also die Night Fever Party, das ist das Gras, das sehr erfolgreich gewesen, sind wir unterwegs gewesen, dann auch unter anderem mal in der Kettenbrück. Und dann haben sie uns gefragt, ob wir das übernehmen, mieten. Dann hat aber jemand anderen Zuschlag bekommen, sind wir enttäuscht, wir haben gleich dort Partys gemacht. Und dann, 3 Monate später, ist dann der Mieter gekommen und hat gesagt, hey Jungs,
das ist viel für uns. Wir haben noch die Beruf, erst leben davon, wir werden das nicht übernehmen für ein Jahr. Ah, okay. Ja, weil damals, das war ein altes Gebäude, und dann die wollten ein Casino daraus machen. Mhm. Und dann haben sie gewartet auf die Bewilligung. Und dann die Bewilligung ist aber nach Baden gegangen. Und darum war der Vertrag befristet für ein Jahr. Und wir haben gesagt, komm, ein Jahr machen wir. Und wir waren wirklich naiv gewesen. Ja, im Nachhinein hätte ich gesagt, mach das never ever, oder? Aber wir sind so naiv gewesen, wir machen wir. Und so sind wir reingerutscht. Und dann hat es nach einem halben Jahr geheißen, ja, wir können jetzt länger bleiben. Dann verlängern wir einen Mietvertrag. Verlängern. Und dann sind wir so gewachsen. Mhm. Und das Lustige ist, in Aarau, das wirklich, ist wenig los gewesen. Die Leute sind alle auf Olten oder auf Baden. Dort hat es gebrummt. Das ist, nach Zürich sind das die Mekkas gewesen. Und alle sagten, Aarau. Das ist ja heute noch ein bisschen so. Heute sagt man doch noch immer Aarau. Yeah. Ja, jetzt wieder. Jetzt ist es so. Aber jetzt, wo du nicht Partys machst. Nein, das war wirklich krass gewesen. Wir haben wirklich Freitag, Samstag jedes Mal Brettschvoll gehabt. Mhm. Also die Leute sind sogar von Basel, St. Gallen gekommen. Also wir waren wirklich der Mittelpunkt von recht vielen. Alle die internationalen DJs, die nationalen DJs, waren alle bei uns. Mhm. Also wir haben wirklich eine super Brand aufgebaut. Und die Leute haben gebrüllt und gesagt, hey, das war mein Zuhause gewesen. Jahrelang. Das war mein Zuhause gewesen. Und das bewegt mich. Ja, jetzt noch, oder? Für dass du den Leuten das Zuhause gegeben hast. Ja, weil sie haben eine gute Zeit gehabt. Sie haben sich daheim gefühlt. Die Freunde haben gesagt, hey, man kennt sich, auch wenn man sich nicht kennt. Mhm. Aber das ganze Anonyme war irgendwie wie familiär. Mhm. Wieso habt ihr denn aufgehört? Ist das von außen eingeleitet worden? Oder? Nein, wir konnten das Gebäude kaufen. Sie haben das wollen verkaufen, ja. Den Haber. Und wir haben dort das Geld nicht gehabt. Mhm. Und wir haben auch pokert. Man denkt, nein, so viel können wir nicht zahlen dabei. Und dann muss ich sagen, es war ein Schnäppchen. Mhm. Aber wir haben dann das Mindset nicht gehabt. Für uns war es sehr viel Geld. Gewesen. Und erst später haben wir gesagt, oh, das hätte man selber machen sollen. Aber es sind alles seine Gründe, oder, dass etwas passiert. Und heute hocken wir hier, in der Köttenbrücke. Lustig. Was macht das jetzt mit dir, wenn du hier hockst? Also man merkt, dass es die Emotionen, die bei dir da raufkommen, ist auch ein bisschen dein Zuhause gewesen, glaube ich, oder? Es ist eine Geschichte, es hat mich geprägt. Mhm. Wir haben da 12 Jahre lang intensiv hier gelaufen. Weißt, wir haben hier hunderte von Mitarbeitern, über 1000 Mitarbeiter haben hier gearbeitet. Weißt, ihr Studium können finanzieren. Leider sind die Mütter, die gesagt haben, ich bin so froh, kann ich hier meinen Lebensunterhalt ein bisschen mitverdienen und so weiter. Also, das ist schon eine Institution. Wir haben Generationen bespielt. Weißt, die Leute sind hier zusammengekommen, haben sich kennengelernt, haben Familie gegründet, doch das. Also wir haben schon noch etwas bewegt. Und das ist einem gar nicht bewusst im Moment. Im Moment willst du einfach einen guten Job machen. Du willst einfach alles unter einen Hut bringen. Du willst, dass Gäste zu dir sind. Du willst, dass Mitarbeiter zu dir sind. Du musst schauen, dass die Künstler zu dir kommen, dass du konkurrenz- und wettbewerbsfähig bist, also immer vor dabei bist, Akzente kannst setzen. Das war ein rechter Leistungsdruck gewesen, weißt, wenn du Ende Monate einfach auf die Bank gehst, hast du immer unsere Löhne zahlen können, weil wir gerade so viel investiert haben in Umbau. Und dann könnt ihr uns bitte die Limiten auftun. Ja. Woche für Woche haben wir, also Monat für Monat haben wir so geschafft, oder die ersten paar Jahre, das war sehr hart. Aber wir sind extrem gewachsen. Und um deine Frage noch zu beantworten, es ist anders. Und ich war jetzt einige Mal da. Aber vielleicht ist gerade deine Frage, was es macht. Dass das vielleicht auch verdrängt, weil gar nicht bewusst ist. Und dann ist im Nachhinein gesagt, oh, wow. Mhm. Weißt, wenn du jetzt mit drin bist, sagst du, ja, wer sind wir schon? Weißt, es ist so viel passiert, Gutes und Schlechtes. Oder? Und dann in dem Moment bist du einfach am Abwickeln, am Überleben irgendwie. Und gleich vergiss ich es so ein bisschen zu geniessen. Ja. George, du hast vorhin gesagt, du hast ja so ein bisschen wieder Mittelpunkt gesucht mit als DJ. Heute bist du nicht mehr als DJ unterwegs, oder? Nein. Was ist denn heute dein Mittelpunkt? Das ist etwas, was dir wichtig war, oder? Ja, genau. Das ist wirklich lustig, ich habe lange nach meiner DNA gesucht. Was macht mich aus? Was treibt mich an? Was macht mich so unruhig? Mhm. Und das war wirklich sehr anstrengend, weil ich bin immer am Wachsen, immer lernen, besser sein. Und das war sehr anstrengend, einfach anders als die anderen. Und dann als ich dieses Jahr in Kapstadt war, habe ich ein Camp durchgeführt. Was ist dein Warum? Und dann habe ich das auch für mich gemacht. Ich habe gesagt, hey, was treibt mich an? Und dann habe ich meine Geschichte geschaut.
was mache ich gut, was habe ich gut gemacht, was ist mein Talent. Das Talent erkennen und anerkennen ist etwas anderes. Und dann, woher kommt das? Und spannend war, dann habe ich gemerkt, hey, meine Vita hat mich dazu gebracht, dass ich heute dort bin, wo ich heute bin. Als Beispiel, als Ausländer war ich nie zugehörig. Also habe mich nie geführt. Da war ich der Grieche, in Griechenland war ich der Schweizer. Ja, wer bin ich denn? Da bin ich im italienischen Kinderhort aufgewachsen, da war ich auch der Grieche, also der Ausländer. Und dann habe ich in der Schule habe ich auch nicht das Gefühl gehabt, ich bin zugehörig. Also wollte ich etwas machen, wo nicht Zugehörigkeit gewinnt. Das ist mal das eine. Ja. Dann bin ich sehr schief. Im Kindergarten bin ich verliebt. Da habe ich Ablehnung bekommen. Die haben nichts von mir, ja logisch. Und dann habe ich gemerkt, hey, emotional, wenn ich Angst vor Ablehnung, also lieber frage ich gar nicht. Ja. Und dann fange ich gar nicht an. Also muss ich etwas haben, wo die Leute auf mich zukommen. Also habe ich gemerkt, ich habe auch unbewusst ein Talent entwickelt, damit Leute auf mich zukommen. Und damit ich im Mittelpunkt bin, muss ich etwas haben, das die Leute cool finden und Emotionen auslöst. So habe ich angefangen, unbewusst ein Sog-Marketing aufzubauen. Etwas Einzigartiges, was es noch nicht gibt. Und das ist mein Talent, habe ich gar nicht gewusst. Und dann, wenn ich zurückblättere, seit ich 16 bin ich unternehmerisch tätig. Und ich war jedes Mal Nummer 1 in meiner Nische. Als ich 16 war, habe ich Konzerte aufgenommen, habe ich sie auf der Dusche, bin ich weltweit der Grösste. Aha. Ich habe alle Konzerte aufgenommen, Rolling Stones, Depeche Mode. Aber das war verboten, gewesen, oder? Aufnehmen nicht. Aber für den Markt dann auch verkaufen? Das war verboten, gewesen, ja. Aha. Obwohl die Bands haben das cool gefunden. Ja, aber du hast eine Zeitgeschichte. Ja. Also, du musst dir vorstellen, ich habe mit mir im Keller noch Aufnahmen. Lenny Kravitz im Volkshaus, 1990, das erste Konzert im Volkshaus. Ich habe die. Vielleicht noch zwei, drei andere vielleicht auch noch, die das jetzt von mir bekommen haben damals. Und das sind Unikate, das ist eine Zeitgeschichte. Ja. Und ich sagte, hey, das ist cool. Ich bin der einzige weltweit, der die verdammte Aufnahme hat. Das muss man sich vorstellen. Das hat mich doch gut gefühlt. So habe ich meine Bedeutung aufgeschraubt. Und als DJ habe ich dann auch meine Bedeutung bekommen. Ich habe Songs gespielt, die sie kennt, die sie nicht kennt haben. Also habe ich Bedeutung bekommen. Und so habe ich gemerkt, ich muss etwas Einzigartiges kreieren, was es noch nicht gibt und von Leuten wollen und Emotionen auslöst. Und das habe ich durchgezogen bis heute. Und heute mache ich Coachings, Hilfe, Unternehmer. Etwas Einzigartiges aufzubauen und gleichzeitig auch ihre Limitierungen, hey, wer bin ich schon, was kann ich schon Spezielles, die aufzulösen. Das war auch mein Hindernis. Ich habe gemerkt, das kann jeder. Lass uns schnell etwas machen. Komm, wir machen ein bisschen Brauch. Weil wir jetzt hier in der Kettenbrücke sind, das ist ja von der Rezeption, das Glöckchen. Ich gebe dir ein paar Stichworte und du hast einfach so lange Zeit, bis ich Glöckchen und dann ist fertig. Also dann lassen wir es stehen. Okay. Und dann gehen wir zurück zu dem, was du heute machst mit deinen Coachings und wie du Leute veränderst und wie es vielleicht die eben auch verändert. Immer noch. Natürlich. Okay. Also, Party. Ja. Jetzt angefangen? Ja, Party. Ist damals gut gewesen, hat sich total verändert, weil früher sind die Leute fortgegangen. Gut. Frauen. Das Beste, was es braucht, weil sie helfen, Kinder grossziehen. Und und sie helfen uns, das Leben das hätte ich jetzt nicht mehr hören. Der Georg, oder der George, so muss ich sagen, der George 2001. Mutig, schüch, neugierig, leicht übergewichtig. Aber mutig und schüch passt überhaupt nicht zusammen. Mutig für das Geschäft? Hey, aber schüch als Mensch? Ja, extrem. Okay, ja, immer über das Geschäft habe ich mich vorgewagt, aber als Mensch total zurückgekommen. Der George, 2020? Angekommen. Plus, minus. Also in der Entwicklungsphase, weiterhin, auf einem anderen Level. Neugierig, Wachstum. Das hat noch nicht gelogen, gell? Oh. Das ist fies. Kannst du noch weiter? Du bist fies, du hast mich konditioniert, immer so kurz und jetzt mache ich lange Zeit. Also, und zwar, ich habe ein tiefstes Bedürfnis nach Mission, die Leute zu helfen, dass sie ein erfülltes Leben gestalten können. Jetzt wird es mir fast religiös. Nein, wieso? Nein, wenn du sagst, das ist so deine... Nein, natürlich, ich weiß ja, was du machst. Ja, klar. Du hast vorhin gesagt, George, du machst Coaching heute für Leute. Sind deine Kunden so Leute wie der George ist 2001? Absolut. Das ist noch lustig. Ich habe wirklich überlegt, was hat George damals gebraucht für einen Mentor. Ich habe viele Leute gesagt, was du hast so viel drauf, erkennt das. Also ich habe wirklich etwa 50 Inputs gebraucht von Leuten, die meinen Wert erkannt haben. Eben Selbstbild, Aussenbild, Fremdbild. Und
es passt schon irgendwie, weißt, Leute, die emotional affin sind, die aber denken, ja, ich muss mit dem Verstand mich führen. Aber ein Feingefühl hat, jeder Mensch hat ein Feingefühl. Und manchmal habe ich dann gemerkt, ja, geht doch nicht. Wie soll das gehen? Ich habe keine Fakten. Mhm. Und denen wollte ich helfen, dass sie mit ihrer emotionalen Art viel mehr erreichen können, als sich sie zutrauen können. Wenn glaubst du, hast du Erfolg, wenn du mit Leuten arbeitest? Wenn sagst du, ich habe etwas erreicht, ich habe ein Ziel erreicht mit einem Menschen, der zu dir kommt und sagt, ich brauche Unterstützung? Ab dem Moment, wenn er sagt, wow, du hast. Dank dir habe ich eine bessere Beziehung, dank dir habe ich eine bessere Beziehung zu meinem Kind, dank dir schlafe ich besser, dank dir habe ich bessere Ergebnisse mit meinen Mitarbeitern, mit meiner Körper fühle mich besser, ich habe besser schlafen, ich habe mehr Lebensfreude. Und das Tüpfchen für mich ist, wenn sie sagen, hey, weißt du was, dank meinem Verhalten, meinem Neuen, habe ich wieder andere können inspirieren und ermutigen. Das ist für mich, wow, das berührt mich total. Was gibt dir schlaflose Nacht? Mein Selbstzweifel. Immer noch? Ja, ja. Wenn zweifelst du besonders an dir? Wenn ich merke, hey, wieso komme ich jetzt nicht vorwärts? Hey, das ist so offensichtlich, wieso erst für meine Kunden oder wenn die mit mir zusammenarbeiten, sagen, hey, die haben so viel Potenzial und so viel Talent, wieso erkennen sie das? Dann suche ich es bei mir und sage, hey, was muss ich noch machen? Wie kann ich sie dazu bringen, dass ich das wirklich erkenne und auch den Knopf lösen? Und dann suche ich manchmal bei mir den Fehler, was kann ich anders machen und Selbstzweifel, wenn ich mich zeige, weil ich merke heutzutage durch das Internet, weißt du, früher war es noch Bashing, noch verbal, oder? Ja. Also ich muss noch ein bisschen ausholen. Als ich angefangen als DJ, ist natürlich das damals nicht in meinen Sex, die Leute haben, das, was, du kannst davon leben, du kannst mit Events leben. Das war out of the box. Und durch das generiere ich schon nieder. Also wir haben niedergegangen. Und all die Fußballfreunde von mir, die haben mich zum Teil mit Flash beworfen, die ich aufgelegt habe. Das hat natürlich schon weh getan. Ich dachte, hey, ich mache nichts anderes, als einen guten Abend verwirklichen. Und die bewerfen mich mit Flaschen. Das ist nicht cool. Und das hat natürlich sehr weh getan, das ist mich wirklich geprägt. Und heute mit dem Internet kannst du, wenn du dich etwas zeigst und etwas einfach ein Buch empfiehlst, das ganze Bashing, oder das siehst du bei der Greta, was da auf ein 16-jähriges, 17-jähriges Mädchen abgetroschen wird. Krass. Und Leute haben Angst. Angst, sich zu zeigen. Oh, was sagen die Leute? Das ist so ein riesiges Thema. Und ich meine, in diesem Fall bin ich auch über die Jahrzehnte in den letzten Jahren. Und gesagt, hey, soll ich mich zeigen, soll ich mich nicht zeigen? Weil die Leute sehen immer noch den George DJ. Aber ist das nicht irgendwo auch eine Unsicherheit, weißt, wenn du sagst, du willst den Leuten Sicherheit vermitteln in deinen Coachings, auf der anderen Seite lässt du dich aber gleich relativ stark irritieren, wenn dir jemand Flaschen auf die Bühne schmeißt oder wenn jemand damals heute ein Bashing macht, halt im Netz. Ah, nicht mehr, okay. Nein, aber wenn dir heute jemand schreibt im besser Teufel, also es gibt Facebook, Instagram, und dort jemand schreibt, also George, komm, hör doch auf, du bist doch einfach geldgeil und du willst doch nicht Menschen helfen, du willst nur Kohle verdienen. Lass dich das kalt? Mittlerweile ja, weil ich gehe in Dialog. Ja, weil ich gehe in Dialog rein. Es triggert mich, ich merke, wenn ich müde bin, dann triggert es mich. Aber mittlerweile habe ich gemerkt, also ich habe ein Tool entwickelt, damit ich souverän bleiben kann. Damit ich nicht ein, zwei, drei Tage oder Wochen lang mich paralysieren. Das hat mir enorm geholfen. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich gehe in den Dialog rein. Und dann merke ich, das ist ihr Schatten von Red. Weil sie sehen sich ja in mich selber ja auch. Sie wollen ja ausbrechen, aber sie wissen nicht wie. Und dann sind sie gefangen und das ist für sie wie eine Wut. Aber die Wut ist auf sich selber ausgerichtet. Aber das muss ich zuerst, der Verstand weiss das, aber ich muss das auch können, emotional auch ankommen, dass die Leute das nicht mit mir zu tun haben. Und nachher dann gehe ich in den Dialog rein. Und das ist für die Leute, die ich anziehen will, das Beste, was passieren kann, weil sie wollen schauen, hey, wie geht der George mit dem um. Weil sie wollen ja auch die Souveränität haben, wenn die Kunden, Mitarbeiter oder Familienmitglieder oder Freunde bashen. Wenn sie mit dem auch umgehen können, dann sagen sie, wie macht das der George? Hey, ich will es von ihm lernen. Und für mich ist das wieder die Frage, höre ich den auf oder nicht? Und dann merke ich, es geht gar nicht um mich. Es geht um einen Auftrag. Ein Auftrag ist, dass die Leute sich nicht selber klein machen für andere. Leute, die etwas Gutes wollen, bewerkstelligen, aber sich nicht getrauen. Wegen so Leuten, die einfach kommentieren auf der Tribüne. Das ist nicht cool. Und wenn ich jetzt zurückblättere in die Geschichte, Martin Luther King, Nelson Mandela,
Elon Musk jetzt mit Tesla. Die haben ja links und rechts immer bekommen. Und das ist die Frage. Ja, aber es sind doch alle Leute, die etwas bewegen, die aber, sind doch Zielscheiben, das ist klar. Ja, natürlich. Aber genau dort kommt es darauf an, höre ich auf und ziehe es weiter. Okay. Und Mahatma Gandhi hat gesagt, ein super Zitat von ihm. Am Anfang ignorieren sie dich, dann belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich, am Schluss gewinnst du. Und wenn du dich nicht zeigst, nehmen sie dich gar nicht wahr. Mhm. Bist ignoriert. In welcher Phase bist du jetzt? Jaune. Lächeln hast du Jaune. Immer noch Jaune? Ja, weil je nachdem, wo der eine steht, es gibt Leute, die kennen mich gar noch nicht. Mhm. Die ignorieren mich. Ja, was macht der? Nehme ich gar nicht wahr. Mhm. Da bin ich in der Phase 1. Dann habe ich Leute, die mich belächeln. Und es gibt Leute, die mich einfach bekämpfen. Mhm. Und es gibt Leute, die haben davon aufgegeben. Weil sie gemerkt haben, ich kann gegen ihn schiessen, er macht sein Ding trotzdem. Das signiere ich. Was hast du besonders gerne am George? Seine Emotionen, die Tiefgründigkeit, das andere will gut zu tun. Mhm. Und was würdest du gerne streichen beim George, wo du sagst, ach, das kommt mir immer wieder in die Quere? Die verdammte Selbstzweifel. Du lachst auch. Jetzt. Ja, weißt, aber du hast vorhin gesagt, du machst das mit dir selber. Ja, da, aber was meinst du? Was du im Camp machst. Und nützt das auf einem anderen Level. Es ist einfach ein anderes Level. Weißt du, es ist ein Unterschied, wenn ich im kleinen Rahmen habe ich es im Griff. Mhm. Aber wenn du auf einem anderen Level steigst, international sichtbar machst, dann kann man plötzlich andere Zweifel, anders verkleidet. In der letzten Woche habe ich Führlauf gemacht für einen grossen Konzern, international. Ja, über 100 Führläufe schon gemacht für Teams und Firmen. Jetzt aber auf Englisch. Okay. Das Englisch ist nochmal andere Schuhe genommen. Genau. Also die Selbstzweifel auf einem anderen Level. Mhm. Andere Herausforderungen, wie wenn du Sprache lernst. Jedes Mal gehst du nicht mehr anders und denkst, oh, ich kann es doch nicht so gut. George, eins nimmt mich auch noch Wunder. Du machst schon, hast jetzt gerade angesprochen, die Feuerläufe. Ja. Was verändert das bei mir als Mensch, wenn ich so einen Feuerlauf mitmache? Wenn ich jetzt komme und vielleicht am Anfang sage, nein, nie im Leben würde ich über die glühende Kohle laufen, genau. Nie im Leben. Und am Schluss bin ich drüber gelaufen. Was hat das bei mir verändert? Du merkst, wie viele Bullshit-Stories du mit dir umdrehst. Weil wir denken alle, oh, über glühende Kohle laufen, da verbrenne ich mich, wenn wir das gelernt haben. Und du merkst, hey, wenn ich über glühende Kohle laufen kann, kann ich ja alles andere auch. Es gibt ja zwei Ängste. Die erlernte Angst und die Urangst. Urangst ist ja gut für uns, weil tut uns vor Schmerzen respektive vor dem Tod bewahren. Achtung, Gefahr, pass auf. Und dann gibt es noch die erlernte Angst. Und die lernen wir in der Ausbildung, in der Erziehung. Oh, pass auf, du hast dich weh, pass auf, du kannst enttäuscht werden, oh, pass auf, mach das nicht und so weiter. Vielleicht können wir das auch lernen. Dass es nicht geht, dass wir uns wehtun können. Mhm. Und dann tun wir das auch so weitergeben. Mhm. Und beim Feuerlauf merkst du, hey, das geht. Wow. Und wenn ich das kann, schaffe ich auch anders. Weil, wenn du mehr verdienen willst, kannst du sagen, ich will mehr verdienen. Ja, aber das ist doch alles ein bisschen einfach, George. Ich meine, ja, ich möchte auch gerne mehr verdienen, ich möchte gerne erfolgreich sein. Ja. Was mache ich denn jetzt? Jetzt komme ich zu dir als Coach und sage, George, ich habe gelesen, ich habe gehört, du kannst Menschen helfen. Bitte hilf auch mir, ich möchte gerne erfolgreich sein. Was heißt erfolgreich für dich? Ja, ich möchte eine grosse Fernsehsendung haben, eine grosse Kiste haben. Mach's. Ah ja gut, ich kann es einfach machen. Ich müsste einen Fernsehsender haben, der mitzieht. Ich müsste wahrscheinlich... Ja, also weißt du, meine, das habe ich ja schon alles hinter mir. Ich weiß, aber es sind hinter. Immer so, ja, ich sollte das und das. Ja, mach's. Aha. Ich will mehr verdienen. Verlang doch mehr. Für die Preise. Ja, gar nicht, weil die Kunden das nicht zahlen. Ja, weil du dich selber limitierst. Also musst du dir überlegen. Aber ist es nicht einfach ein bisschen einfach, weißt du, wenn man sagt, mach's. Und jetzt komme ich zu dir und sage, Georgi, ich habe es gemacht. Ich habe jetzt eine Woche lang bei jeder Fernsehstation gewesen. Ich habe allen erzählt, ich wollte eine riesen Samstag-Oberkiste machen. Und alle haben gesagt, ja, dann mach's doch, aber nicht mit uns. Genau. Und jetzt, was mache ich? Ja, jetzt kommt, wenn du da denkst, die Sender machen das ja eh nicht. Dann gehst du schon mit dieser Haltung rein. Das ist mal Punkt 1. Mhm. Ich tue aber die Leute befähigen, sagen, hey, wieso sollte der Fernsehsender dich nehmen? Was macht es einzigartig? Also du mal... Du bist schon das Problem. Also du gehst schon mit dem Thema rein, ich bin jetzt der Lukas, nehmt mich. Mhm. Statt zu sagen, hey, was braucht der Fernsehsender? Sagen, wir wären ja dumm, würden wir nicht den Lukas nicht nehmen. Also musst du die Schmalz mal einschalten und dann sagen, hey, das mache ich.
Und da kommen wir zu den Limitierungen. Ja, wer bin ich schon? Habe ich noch das Team? Das ist ja so ein Glaubenssatz, genau, oder, wo die Menschen genau einfach installiert haben, gar nicht mehr wegbringen. Das sehe ich im Alltag immer. Die Leute nehmen das immer persönlich. Statt zu sagen, hey, was kann ich Geld machen und machen? Heute gibt es ja nichts Einfacheres. Oh, sorry, ganz ehrlich. Heute gibt es ja nichts Einfacheres, als eine eigene Sendung zu machen. Fernsehen ist gar nicht relevant. Du kannst selber die Sendung machen. Mhm. YouTube, sei Dank. Musik, genau das Gleiche. Du spielst Musik, du aufladen, erreichst das Publikum. Also, heute ist ja das Internet das Konkurrenz vom Fernsehen. Mhm. Aber die Leute denken, ah, anders denken. Und wirklich sich selber vertrauen und nicht, es geht nicht um dich, es geht um die anderen. Du hast vorhin ein Wort gebraucht, ich brauche das jetzt auch gerade. Ja, mach das. Was kann ich Geiles machen? Was kannst du Geiles machen? Was machst du in 2020 Geiles? Also, du, George. Ich habe eine tiefgreifende Entscheidung getroffen letztes Jahr. Und zwar war ich vor dem Thema, wollte weiterhin das machen. Also Coachings, ja. Leute Retreats, mache ich auf Mykonos etc. Ja. Mache ich das? Oder höre ich auf? Ja. Weil mein Wunsch immer war, 3 Monate weg zu gehen, Sprache lernen. Mhm. Den Jakobsweg habe ich seit die 23 Jahren machen. Weißt du? Immer noch nicht gemacht? Nein. Ich will noch machen. Vielleicht machen wir nicht zusammen. Das, vielleicht getrennt, aber dass wir zusammen nachkommen. Mehr, ich merke es. Nein, dass wir zusammen nachkommen. Aber weißt, das Wichtige ist, dass du in der Stille das machst. Ja. Weil der Garmino ist auch gut, dass du in die innere Dialoge hineinkommst. Mhm. Also jetzt habe ich okay, den beruflichen Aspekt und den privaten Aspekt. Mhm. Weißt, du weißt, wie das ist. Du bist am Sterben und sagst, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht. Wir bereuen immer Sachen, was wir nicht gemacht haben. Und ich will nicht bereuen, was ich nicht gemacht habe, weil ich keine Lust hatte, sondern was ich aus Fähigkeit nicht gemacht habe. Also ich will go Sprache studieren und so weiter. Das habe ich damals nicht gemacht. Ich bin nötig, ich darf doch nicht, geht doch nicht. Und dann ist der Job gekommen, etc. Also bin ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, will ich beruflich da das Gas geben, all in? Mhm. Oder will ich jetzt mal vielleicht 2, 3 Jahre einfach mal runterfahren? Mhm. Und das machen, nachholen, wo ich die Zeit gelegt habe. Weil arbeiten müsste ich ja nicht mehr. Und da habe ich mir den Gedanken lauter mal ausgesprochen, da habe ich das meiner Partnerin gesagt und da habe ich gedacht, meine Partnerin gesagt, hey, cool, reisen, auch mehr Zeit mit ihm verbringen. Dann sagt sie zu mir, zu meiner Stunde, das akzeptiere ich nicht. Irgendwas. Ja, das ist ein Auftrag. Du musst Leute, du gehst so viele Leute, du tust eine ganze Family, ganze Umfeld, tust du ihnen etwas Gutes tun. Mhm. Also weißt du, das hat auch Auswirkungen auf Kunden, auf Freunde von ihnen. Yeah. Also es hat einen Multiplikationseffekt. Und da habe ich gesagt, das stimmt. Und dann habe ich mit meinem Bruder zusammen ein Grundstück gekauft auf Mykonos, um dort ein geiles Retreat-Center aufzubauen. Mit 16 Bungalows. Und dort haben wir auch können zu machen. Also nicht nur, dass ich dort bin, sondern dass auch du kannst sagen, hey, ich will dort eine Woche dort, wo ich ein cooles Seminar mache mit coolen Leuten. Und das bauen wir. Und das ist die zweite Sendung, die wir dann machen miteinander. Das steht in Mykonos. Zum Schluss, ich gebe jedem Gast oder jedem Menschen, den wir hier im Interview haben, so ein Holzherz. Das ist aus Nussbaumholz. Wow. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, oder du hast es ja natürlich, etwas da drin zu schreiben, das fürs Leben soll bleiben, vielleicht eben über dein Leben raus, was wäre dir wichtig, was würdest du da drin schreiben? Selbstverwirklichung. Das lassen wir so lassen. Ja, weil ohne Selbstverwirklichung keine gute Beziehung, keine tolle Energie, keine Zufriedenheit, weil ja, ich habe gelernt, ich hatte viel Geld und war unglücklich. Nicht gewusst, warum. Und man sagte, hey, du hast schon alles. Aber wenn du mit dir nicht glücklich bist, nicht zufrieden bist, erfüllt bist, dann bringt das Geld nichts, alles nichts. Also, Gesundheit auch nicht. Du hast jetzt viel, viel grösseren Wortanteil als ich in dieser Sendung. Das ist schon richtig. Nein, das ist absolut richtig. Darum bitte ich dich jetzt auch noch eine Tat-Moderation zu machen. Einfach immer am Dienstag oben kommt die Sendung, wenn sie Lust haben für eine weitere Lebensgeschichte. Nächsten Dienstag um die gleiche Zeit, immer um 9 Uhr auf Schweiz 5 oder auf dem YouTube-Kanal. Mach doch das noch schnell. Ich bin froh, dass mich Lukas gefragt hat, mich zu interviewen. Und ich muss sagen, den Lukas kenne ich seit einigen Jahren, so der Radiozeit, wo er in Aarau war. Und er ist für mich ein super Vorbild, wie er jung, vital und einfach, ja, mit breiter Neugier durchs das Leben geht. Und was er super macht, er tut immer seine Interviewpartner zu den Helden auflöpfen. Und er macht genau das, was wir eigentlich auch machen in unserem Alltag. Und zwar
dass du zum nächsten Jahr sagst, hey, du machst einen super Job, sei es an der Kasse, sei es im Service, sei es bei den Mitarbeitern, sei es beim Kunden, dass du sagst, hey, du machst einen coolen Job und ich finde das super, weil jeder von uns hat eine Vorbildfunktion und wenn man andere Leute das mal bewusst macht, dass sie etwas Cooles machen, passiert etwas sehr Spannendes. Und so können wir schaffen, dass wir ein bisschen die Welt besser machen können. Und ja, du machst das richtig vor. Du tust deine Interviewpartner aufs Podest. Danke vielmals. Und das war die längste Abmoderation, die wir jemals hatten in dieser Sendung. Aber sie ist wunderschön. Danke vielmals, George. Und ich bin sicher, wir begegnen uns wieder irgendwo auf dieser Welt. Und heute ein bisschen emotional. Bravo.